Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, da sind wir. Ein bisschen verspätet. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Marcel und Marcel ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Hallo, es geht um Folgendes. Ich habe herausgefunden, dass mein Vater meine Mutter betrügt, und zwar mit Männern. Dein Vater betrügt deine Mutter mit Männern? Ja. Wie hast du es rausgekriegt? Also ich muss dazu sagen, wir haben schon seit längerem die Vermutung gehabt, schon wo wir Kinder waren praktisch, meine Schwester und ich. Aha, warum? Ja, von seiner Verhaltensweise, wie er sich gegeben hat. Er hat auf Familienfesten gerne mal als Frau aufgetreten, sich ausgezogen und so weiter und so fort. Ja. War vielleicht am Anfang immer so als Spaß gemeint, aber für uns ist es halt irgendwann komisch geworden. Ja. Den Kindern ist das schon aufgefallen, also euch Kindern? Ja. Ja. Ja, und dann? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin selber auch schwul, meine Eltern wissen davon. Und wie gesagt, wir haben seit längerem die Vermutung gehabt, ich war bei meinen Eltern zu Besuch. Und habe mitbekommen, wie mein Vater im Internet war, dass er halt auf so einer Seite war, so Forumseite praktisch. Und ja, wie die dann halt im Bett waren, habe ich mich auf diese Seite mal eingewählt. Ich kannte die bis dahin noch nicht. Ja. Bin merkwürdigerweise, warum auch immer, wie es funktioniert, keine Ahnung, ohne Passwort auf diese Seite in sein Profil reingekommen. Konnte mir halt alles angucken, was er da mit anderen Männern geschrieben hat, die ganzen Fotos, was er da reingestellt hat. Und habe praktisch dadurch dann die Gewissheit bekommen, dass da was ist. Was für Fotos hat er reingestellt? Von sich Fotos? Ja, von sich Fotos, Nacktfotos. Ja. In also, eindeutigen Posen. Ja, also ganz eindeutig, das war ein schwules Forum. Ja. Eine schwule Seite. Ja. Wann hast du es entdeckt? Das ist letztes Jahr gewesen. Ja, Mitte, Ende der letzten Jahre. Also dahinter steckt jetzt die Vermutung, dass dein Vater ein Doppelleben führt, dass er schwule Kontakte hegt und pflegt. Du weißt aber nicht, ob er, du weißt nicht von einer realen Person. Du begründest das jetzt aufgrund der Beobachtungen im Netz. Ja, und halt auch diesen, was er geschrieben hat. Und dann muss ich eben halt dazu sagen, ich habe mich dann unter einem anderen Namen und halt als eine fremde Person ausgegeben. Ja. Die halt so in seinem Alter ist, also sagen wir mal, die in seinem Beuteschema reinfällt. Und er hat mich kontaktiert und wollte mich halt auch treffen. Ach. Hat halt erzählt, dass er sexuelle Kontakte mit Männern gehabt hätte und sowas. Das ist ja bizarr. Das heißt, du hast mit deinem eigenen Vater gechattet oder gemailt euch gegenseitig. Ja. Und ohne dass er wusste, dass ich das ohne bin. Dass er das wusste, du hast dich als andere Person ausgegeben. Das ist ja heftig. Ja. Das ist ja heftig. Das heißt, ich bin halt auch auf anderen Seiten, also auf einem anderen Forum bin ich auch angemeldet, also ich ganz normal. Ja, ja. Dort hat er, das hat er mitbekommen, dass ich auf diesem Forum auch bin. Dort hat er sich praktisch angemeldet und kontaktiert mich regelmäßig über diese Seite. Also nicht dich als deinen Sohn, sondern dich als diese Scheinperson. Nee, also auf dieser anderen Seite, wo ich bin, als Sohn. Ja, aber das ist doch ein Spaß eher. Ja, denke ich mal. Also ich habe ihn auch drauf angesprochen. Ja, das gibt ja keinen Sinn, dass er dich da als deinen Sohn über einen schwulen Chat anspricht. Ja, und habe halt praktisch ihn auch darauf angesprochen, was das soll. Ja. Und er meinte, er würde mit den Männern da praktisch bloß sexuelle Fantasien per SMS oder per Mail austauschen. Also das finde ich ja sehr seltsam. Das Erste ist verrückt, dass du dich als eine falsche Person ausgibst und mit deinem Vater quasi schwule Gespräche führst. Ja. Dass du dann aber als eigene Person dort auch auftrittst und er mit dir dann auch redet, das finde ich merkwürdig. Das heißt, in dem Moment ist er doch bloßgestellt. Dann weiß er doch, dass du es weißt, oder wie? Ja. Es ist ja auch so, dass es meine Schwester weiß. Ja. Also ich habe es ihr dann praktisch gesagt, nachdem ich die Gewissheit hatte. Ja. Und es war für sie keine große Überraschung, weil sie es auch geahnt hat. Ja, aber dein Vater geht doch jetzt davon aus, dass du es weißt. Ja,
Also er weiß, dass ich es weiß. Der weiß, dass du aber sagst. Er behauptet halt immer wieder, er würde sich mit diesen Männern halt praktisch nur unterhalten. Wenn ich aber ihn darauf anspreche, sagt er, dass ich ihm das nicht glaube, wird er aggressiv. Aber das ist ja auch schon klar genug, wenn er sich mit anderen Männern über schwule Themen unterhält. Was redet er im heißen Brei rum? Seine Haltung ist, ich rede nur, ich treffe mich mit keinem Mann. Das behauptet er. Ja. Wie verhält er sich denn dir gegenüber? Sagt er zu dir, sag aber nichts den anderen oder sag nichts der Mama oder wie? Nein, sagt er nicht. Und das ist ja eigentlich das Problem, was meine Schwester und ich haben. Ich muss dazu sagen, meine Eltern sind seit 27 Jahren zusammen, seit 25 Jahren verheiratet. Mhm. Und was das Schlimme für mich ist, was mir ziemlich zu schaffen macht, ist, wenn ich zu Besuch bin, meine Mutter redet dann darüber, seitdem wir Kinder aus dem Haus sind, ist es ein anderes Leben mit meinem Vater, es ist eine andere Liebe, sie würde ihn jetzt anders lieben. Und er sitzt daneben und mir zerreißt das Herz, auch meiner Schwester. Was meint sie? Was meint sie mit anderer Liebe? Meint sie besser oder schlechter? Besser. Besser sogar? Ja. Ach so, sie sagt, es ist richtig gut geworden, seitdem ihr Kinder aus dem Haus seid. Es ist intensiver geworden zwischen ihr und deinem Vater. Ja. Und du weißt, dass da noch ganz andere Dinge laufen. Genau, und das ist das, was uns so fertig macht. Was mich so wundert, dass dein Vater mit dir darüber nicht spricht, was mit deiner Mutter los ist. Ja, also wenn ich ihn versuche, daraufhin anzusprechen, wird er aggressiv. Ja, aber hat er denn keine Angst, dass du ihr was sagst? Ich weiß es nicht. Das legt euch jetzt ganz nahe eigentlich, dass du irgendwas sagst. Er müsste doch eigentlich hoch alarmiert sein. Ja, und das ist ja auch das, was meine Schwester und mich halt betrifft, dass wir auf einer Seite, wir wollen nichts kaputt machen, aber auf der anderen Seite sind wir der Meinung, unsere Mutter hat das Recht, es zu erfahren, dass sie so belogen wird. Wer weiß, wie lange das schon läuft. Das Kuriose ist ja, meine Mutter hat mir erzählt, oder uns, mir und meiner Schwester, dass sie, als sie am Anfang zusammen waren, also sagen wir mal vor 26 Jahren, dass da schon mal gute Freunde von ihr behauptet hatten, dass mein Vater schwul ist. Mhm. Gut, das hat sie dann wahrscheinlich verdrängt in all den Jahren und das ist jetzt kein Thema für sie. Ja. Du kannst nur definitiv beweisen, dass er sich da im Netz rumtreibt, in schwulen Welten. Du hast keinen Beweis, dass er sich real mit den Leuten trifft. Das habe ich nicht. Warum hast du das nicht versucht zu bekommen, als du dich da als andere Person ausgegeben hast? Hättest du doch, das habe ich schon versucht rausbekommen, halt auch praktisch mit den Leuten, mit denen er praktisch in Kontakt ist, habe ich versucht auch in Kontakt zu treten. Nee, du hättest doch als du da eine Scheinperson warst und er wusste nicht, dass du sagen so, lass uns treffen. Ja. Hast du nicht gemacht? Doch, das war sein Vorschlag. Ich habe ihm praktisch geschrieben, einfach mal angeschrieben und da hat er gleich dann zurückgeschrieben, ohne dass er überhaupt etwas von mir wusste, außer das, was halt in diesem Profil steht, was ja nicht echt ist. Mhm. Er würde mich gerne näher kennenlernen und auch gerne mehr machen. Ja, aber dann hättest du es auf die Spitze treiben können. Bitte? Dann hättest du es doch auf die Spitze treiben können und ein Treffen vereinbaren können. Das schon. Gut, ich muss dazu sagen, ich wohne weit weg von meinen Eltern. Ja, verstehe. Ja, okay. Also das wissen wir jetzt nicht genau, ob er schon, wahrscheinlich so wie du es jetzt beschrieben hast, hat er sich bestimmt schon getroffen mit jemandem. Das hat er ja mir, dieser Pseudoperson, auch erzählt. Ja, ja. Weil ich ihn gefragt habe, ob er schon sexuelle Kontakte gehabt hat, was er für Erfahrungen gemacht hat und sowas. Ja. Und da hat er mir halt geschrieben, dass er schon was mit zwei Männern gehabt hätte, dass er halt diese Person über diese Forumseite da praktisch Männer kennengelernt hat. Also du stehst jetzt oder ihr steht jetzt in dem Konflikt, und deine Schwester, ihr steht in dem Konflikt. Wir erkennen unseren Vater nicht wieder. Für uns bauen sich eigentlich die letzten 25 Jahre nur auf Lügen auf, weil wir nicht wissen, wie lange geht das schon. Klar, und auch der Konflikt der Mutter gegenüber. Soll man der Mutter die Wahrheit sagen, soll man quasi die Lüge mit unterstützen? Das ist es, ja. Sprich doch deinen Vater genau auf dieses Problem an. Sag ihm, dass du zwischen den Stühlen dich fühlst und dass du ein schlechtes Gefühl deiner Mutter gegenüber hast. Mhm. Und dass du es richtig finden würdest, wenn er reinen Tisch machen würde. Weil vielleicht auf Dauer auch gar nicht diese Lügerei mitmachen möchtest. Nee, meine Schwester genauso wenig. Ja, das heißt, ich würde jetzt erstmal das Gespräch mit ihm suchen.
und ihm dein Zwiegespaltensein erklären, was da los ist in dir. Darauf geht er nicht ein. Er würde das auch nie machen, meiner Mutter gegenüber was sagen. Ja gut, aber in dem Moment, was heißt, er geht nicht drauf ein, aber in dem Moment muss er doch die Angst haben, dass du es deiner Mutter sagst. Er behauptet ja dann halt immer wieder, er schreibt sich nur mit diesen Männern. Ja gut, er würde nicht zugeben, dass er sich wirklich mit jemandem getroffen hat. Ja, aber das ist doch auch schon heftig genug für deine Mutter, wenn allein das rauskommt. Ja. Ja. Also ich würde jetzt zuallererst mal das Gespräch wirklich mit ihm suchen, damit du sagen kannst, dass du das Richtige auch gemacht hast und dass du nicht direkt zu deiner Mutter gegangen bist. Im Prinzip muss er diesen Konflikt mit seiner Frau lösen. Und ich verstehe, dass du als Sohn oder ihr als Kinder da in ungute Gefühle einfach geratet. Das ist mir völlig nachvollziehbar. Also mich macht das unwahrscheinlich fertig, weil meine Mutter bedeutet mir einen alles und wie gesagt, auf der einen Seite will man nichts kaputt machen, aber auf der anderen Seite bin ich, wie meine Schwester, auch der Meinung, sie hat ein Recht dazu, es zu erfahren. Ja, das sehe ich. Letztendlich sehe ich das genauso. Mhm. Wirklich. Geh den Weg so, dass du, und wenn er komplett mauert und dicht macht, dann würde ich mit der Mutter sprechen. Mhm. Ich würde mit der Mutter sprechen, selbst auf die Gefahr hin, dass einiges da jetzt dann so wahrscheinlich zerbricht oder vieles in eine Schieflage gerät. Aber eigentlich ist ja alles Lug und Trug im Moment. Oder vieles Lug und Trug. Ja. Marcel, versuche so vorzugehen, aber versuche erst mit ihm zu sprechen. Mhm. Das finde ich den allerbesten Weg. Ja. Ja? Okay. Alles Gute. Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr gerne schreiben wollt, dann bitte mit eurer Telefonnummer, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Hier ist Tristan und Tristan ist 24 Jahre alt. Hallo Tristan. Hallo Domian. Guten Morgen, was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Freundin. Ich bin mit ihr jetzt 8 Jahren zusammen. Seit 8 Jahre schon? Ja, lange Zeit. Ja. Aber seit 5 Jahren ungefähr haben wir vielleicht, wenn es hochkommt, 5-mal im Jahr Sex. Seit 5 Jahren? Maximal 5-mal im Jahr Sex? Ja, wenn es hochkommt. Ist wenig, ne? Ja, doch wohl. Ja, sehr wenig. Wie kommt das, dass das so ist? Ich weiß es nicht. Also Anfangszeit war ja noch alles schön und alles normal, wo ich sag mal so einmal, zweimal die Woche, auch mal mehr. Und dann fing das dann an, weniger zu werden. Mhm. Immer weniger und dann hatte ich das dann teilweise ganz eingestellt gehabt. Liegt es an dir? Würdest du gerne mehr oder will sie nicht? Sie will nicht. Mhm. Ich sag mal, das heißt ja eigentlich, der Hunger kommt beim Essen, aber ich kriege ja noch nicht mal die Chance, ihr diesen Hunger zu bereiten. Mhm. Das heißt, wenn ich dann ankomme, sag, Schatz, wie sieht's aus, dann wird sie, reagiert eher aggressiv sofort. Also macht sofort eine Mauer und blockt ab. Das heißt, von deiner Seite aus ist das Bedürfnis da. Du würdest gern öfter mit deiner Freundin schlafen. Ja. Genau. Sie will es aber nicht. Richtig. Ja. Und dann, wenn ihr denn dann miteinander schlaft, nur 5-mal im Jahr, wie du gerade gesagt hast, ist es dann eine gute Sexualität? Macht es richtig Spaß oder ist es eher so eine Pflichtübung? Nein, wenn dann richtig, dann mit allem drum und dran und dann ist es auch wunderbar. Mhm. Dann kann es schöner nicht sein. Mhm. Habt ihr darüber gesprochen, hast du sie gefragt, warum das so ist, warum sie so sich zurückhaltend verhält? Ja, wir haben da mehrmals drüber gesprochen. Sie sagt dann, sie weiß es selber nicht, sie hat dann keine Lust, dann bildet sich für sie selber so eine Mauer und sie denkt dann, sie muss jetzt aggressiv reagieren, damit ich sie in Ruhe lasse. So hatte sie mir das mal erklärt. Ist das auch so, dass du sie erst in Ruhe lässt, wenn sie aggressiv reagiert? Nee, sie reagiert ja sofort aggressiv, wenn dann. Mhm. Also jetzt nicht so, dass sie mich beißt und kratzt und schlägt oder so. Also sofort. Sie sagt dann einfach ganz konkret, nein, lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an. Also sofort, wenn du mit dem Thema anfängst, ist sie quasi aggressiv. Ja, kann man so mehr oder weniger sagen. Ja, genau. Du bist 24, habe ich gerade gesagt. Ist sie auch so alt wie du? Sie ist 25, sie ist ein Jahr älter als ich. Mhm. Das ist ja eine sehr lange Jugendliebe, kann man sagen. Ihr wart, du warst 16 Jahre als... Ja, richtig. Ich war gerade 17. 17, genau, ja. Mhm. Ja.
Hattest du vorher schon längere Beziehungen? Hatte sie längere Beziehungen? Wahrscheinlich nicht, nichts Großes, ne? Ja, sie hatte vorher schon mal eine 2-jährige Beziehung gehabt. Ja. Naja, gut, man muss auch dazu sagen, dass ich derjenige war, mit dem sie das erste Mal hatte. Mhm. Seid ihr euch in all diesen Jahren treu? Sie ja, ich weniger. Also ich suche mir dann irgendwann, wenn es mir dann zu viel wird, suche ich mir mal das, was ich brauche, halt eben woanders. Dann gehe ich auch schon mal zu einer Professionellen. Zu einer Prostituierten. Ja, genau. Wie oft schon in den letzten Jahren oder überhaupt, wie oft warst du bei einer Prostituierten? Ich sag mal, einmal im Monat kommt das schon vor. Einmal im Monat? Da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Im Laufe der Jahre. Ja, richtig. Ich gehe mal davon aus, dass deine Freundin das nicht weiß. Nein, das weiß sie nicht. Hm. Sind es immer professionelle Prostituierte oder suchst du dir auch so irgendwie schon mal so eine... Nein, ich habe auch hier und da schon mal einen One-Night-Stand gehabt. Hm. Das heißt, du bist deiner Freundin im Laufe dieser Jahre unzählige Male fast fremdgegangen. Ja, richtig. Ja. Das ist natürlich ein Hammer. Ja, dann hatten wir uns dann auch mal für eine kurze Zeit getrennt gehabt, weil es dann einmal richtig geknallt hatte. Und nach einem Dreivierteljahr sowas sind wir wieder zusammengekommen, weil ich mich nach ihr gesehnt habe. Und dann war das Komische, dann ging es erst wieder eine Zeit mit dem Sex, ich sag mal so 2 Monate. Mhm. Dann war das auch schon mal 3-4 Mal die Woche. Und dann ging es ja wieder schlagartig auf... Einmal im Monat, dann mal wieder 2 Monate nichts. Mhm. Also das Längste, wo wir mal keinen Sex hatten, das war jetzt, glaube ich, einmal 8 Monate. Ja, das ist zu lang. Das ist wirklich zu lang. In einer Beziehung, vor allen Dingen in eurem Alter, finde ich das. Wohnt ihr zusammen? Ja. Ja. Das heißt, du musst auch immer sehr viel rumlügen, wenn du deine Geschichten da am Laufen hast. Was erzählst du deiner Freundin, wenn du zu einer Prostituierten gehst? Das merkt sie gar nicht, weil ich arbeitsmäßig viel unterwegs bin. Mhm. Und dann findet sich immer irgendwo hier eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo ich dann mal noch wegbleiben kann. Ist das ja, das ist ja im Prinzip kein Zustand, in dem ihr da lebt, finde ich. Findest du? Nee, ist es auch nicht. Und das kann ja nicht so weitergehen. Das heißt, da muss irgendwas passieren. Wenn das deine Freundin wüsste, was du getan hast in all den Jahren, hättest du wahrscheinlich überhaupt keine Chance mehr, dass es weitergeht, oder? Ja, weiß man jetzt nicht. Sie hat mir das einmal, kurz bevor wir uns getrennt haben, habe ich hier klar und deutlich gesagt, es gibt genug Angebote zwischendurch mal. Mhm. Und sie sagte dann von sich aus, dann nimm die Gebote doch einfach an und sag's mir einfach nicht. Aha. Und daraufhin habe ich dann gesagt, dann können wir uns auch gleich trennen. Mhm. Ja, und dann war es schon soweit und ja gut, dann 3/4 Jahr später sind wir dann halt eben wieder zusammengekommen. Mhm. Auf jeden Fall ist eine klare Schieflage in eurer Beziehung da. Eine ganz klare Schieflage. Die Frage ist, warum sie keine Lust auf Sexualität mit dir hat. Die Frage kann man beantworten, wenn sie vielleicht... Entweder will sie es dir nicht sagen oder sie ist vielleicht nicht in der Lage im Moment dazu, aber letztendlich wird es einen Grund haben. Und wenn sie dennoch erfahren würde, obwohl sie es nicht erfahren will, was du da gerade machst, würde ihr das wahrscheinlich auch klar werden, dass es hinten und vorne nicht stimmt in eurer Beziehung. Richtig. Du liebst diese Frau? Ja, ich liebe sie. Ich liebe sie über alles. Ja, und du hast den Eindruck, dass das umgekehrt genauso ist? An sich schon. Das Einzige, was bei uns halt eben nicht funktioniert, ist der Sex. Mhm. Aber so im Verhalten, im normalen, so im Alltagsverhalten ist es alles... Alles wunderbar, es könnte besser nicht sein. Mhm. Tristan, ich finde die vorsichtigste Methode, einander näher zu kommen, wäre eine Paarberatung für euch. Und dann sollte in dieser Beratung, wenn ihr beiden zusammen mit einem Fachmann sitzt, sollte halt dann herausgearbeitet werden, was da los ist zwischen euch beiden und was da vielleicht im Verborgenen wabert. Mhm. Wenn du ihr jetzt ganz klar ins Gesicht sagst, ich halte das nicht mehr so aus und ich halte es wirklich deshalb nicht aus und deshalb muss ich dir sagen, ich mache das und das und das, ist das natürlich die Brachialmethode. Das kann man auch so machen. Das kann man auch so machen.
Aber vielleicht ist es wirklich die vorsichtigere Art und Weise, eine Klärung zu finden, sage ich mal so, wenn das in Obhut eines Fachmenschen passiert. Ich würde nur die beiden Alternativen sehen. Entweder bemüht ihr beide euch um ein Beratungsgespräch, oder aber du gießt ihr reinen Wein ein und sagst, ich kann das nicht so aushalten, ich kann so nicht leben, du bist meine Freundin und dazu gehört für mich auch Sexualität. Und um dir klarzumachen, wie sehr ich unter Leidensdruck stehe und stande die letzte Zeit, muss ich dir gestehen, dass ich das und das getan habe. Das sind die beiden Wege, die man eigentlich nur noch gehen kann. Weiß sie denn, wie sehr du darunter leidest? Das weiß sie. Das weiß sie. Mhm. Das habe ich ihr auch oft genug gesagt. Mhm. Ich meine, wenn die Aussage finde ich auch schon krass, wenn sie sagt, ja, dann hol es dir irgendwie woanders und sag's mir nicht. Da steckt ja was hinter. Und deswegen fände ich eigentlich den Weg, wenn ihr beide zu einer Paarberatung gehen würdet, fände ich eigentlich viel besser, damit das auch professionell aufgefangen wird, je nachdem, was da alles auf den Tisch kommt. Was ich aber auch nicht verstehe, ich frage sie ja auch ab und zu, wann hast du Lust? Dann sagt sie, mittags um 2 auf der Arbeit, aber da geht das ja nicht. Ich kann nicht zu ihr auf Arbeit kommen und sie kann genauso gut zu mir auf Arbeit. Aber das ist ja auch eine komische Antwort. Die würde ich ja fast schon unter Gag-Antwort abbuchen. Mittags um 2 auf der Arbeit, was ist denn das für eine Antwort? Ja, hör mal. Ihr seid ja viele Stunden am Tag zusammen. Ihr seid an Wochenenden zusammen, an Feiertagen, ihr habt Urlaub miteinander und dann sagt sie mittags um 2 bei der Arbeit. Also das ist ja nun... Ich möchte Folgendes vorschlagen, Tristan. Wir geben dir jetzt mal eine Adresse in deiner Umgebung, wohin du oder ihr euch wenden könntet. Dann kannst du mal überlegen, welchen Weg du gehen willst. Mhm. Ob du das machst, dann musst du es mit ihr natürlich absprechen, ob sie dazu bereit ist. Wie schätzt du es ein? Wie ist sie so drauf? Würde sie es machen? Ich denke schon. Mhm. Ich meine, du kannst es, wenn du das vorschlägst, kannst du das ja auch nochmal klar machen mit dem Druck, unter dem du stehst, dass du eben in diesem Bereich komplett unzufrieden bist und dass sich da irgendetwas verändern muss. Ja. Ja? Du legst bitte auf, wir rufen dich nochmal an und geben dir die entsprechende Adresse. Ja, alles klar. Liebe Tristan, alles Gute. Alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, unser Thema morgen, darauf möchte ich euch hinweisen, unser Thema morgen heißt weibliche Sexualstraftäter. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von Frauen sexuell missbraucht wurden, die von oder durch Frauen sexuelle Gewalt erlitten haben. Und ich möchte natürlich auch gerne sprechen, wenn es möglich ist und wenn die entsprechenden Frauen den Mut dazu haben, nämlich mit den Täterinnen, die das getan haben. Vielleicht liegen die Vorfälle schon sehr lange zurück, viele Jahre. Ich hatte neulich, ich habe es vor 2 Tagen ja auch gesagt, eine etwa 60, 65-jährige Dame hier in der Sendung, die darüber erzählt hat, dass sie vor vielen, vielen Jahren mit ihrem Sohn, als er 15 war, geschlafen hat und daraufhin das Verhältnis bis heute komplett kaputt gegangen ist. Also unser Thema, Frauen als Täterin sexueller Gewalt morgen, das ist unser Thema. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, wenn ihr euch anmelden wollt, dann meldet am besten unter domian@wdr.de. Und morgen sind wie immer die Leitungen eine Stunde vor der Sendung geschaltet, nämlich ab 0 Uhr. Und um 1 geht's dann los hier bei uns im Radio und im Fernsehen. Jetzt bin ich verbunden mit Jörg und Jörg ist 58 Jahre alt. Hallo Jörg. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Also eigentlich müsstest du mich ja morgen melden. Warum? Also ich bin... Fangen wir mal die Geschichte ganz von vorne an. Mhm. Ich bin Verwalter eines Mehrfamilienhauses. Ja. Und da war ein Mieter und der hat dann gesagt, für die frei werdende Wohnung, da biete ich mich an, meine Schwester. Und die kam dann auch. Mhm. Und sie hat dann hatte den ersten Monat Miete gezahlt und die nächsten Monate dann nicht mehr. Mhm. Ja, sie ist alleinerziehende Mutter eines Kindes gewesen und da hatte ich Verständnis dafür. Mhm.
Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass die Unterhaltspflicht des Vaters dieses Kindes dann nach 3 Jahren ausgelaufen ist. Mhm. Und ja, und dann hat sie keine Miete mehr gezahlt. Ja. Wie alt war die Frau? Ungefähr. Ende 30. Ende 30. Und das Kind war wie alt? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Im Kindergarten. Ja. Ja, und dann habe ich immer gegenüber den Hauseigentümern vertreten, nun nehmt doch mal Rücksicht oder so etwas. Mhm. Das habe ich ihr natürlich dann auch gesagt. Und nachdem dann etwa 10.000 Euro Mietrückstände aufgelaufen waren, haben die Hauseigentümer gesagt, jetzt nicht mehr. Mhm. Lieber Verwalter, du bist dafür verantwortlich. Ja. Also muss ich jetzt irgendwann mal diese fast 10.000 Euro zurückzahlen. Ja. Ja, und das habe ich ihr natürlich dann auch mitgeteilt. Und dann, ja, sie war dann, als Angebot habe ich gesagt, pass mal auf, also von den Mietrückständen könntest du etwas abarbeiten, indem du in meiner Wohnung putzt, die im gleichen Haus ist. Mhm. Ja, und plötzlich war sie dann mal irgendwann in einer Nacht bei mir. Mhm. Achso, ich muss noch dazu sagen, ich bin jetzt seit 6 Jahren allein. Ja. Ja, und da war man vielleicht als Mann gegen Hautkontakte nicht so abgeneigt. Ja, so kann man es ausdrücken. Ja, ja. Und auf einmal war sie schwanger. Moment. Langsam. Da war also eine Mieterin, die ihre Miete lange nicht gezahlt hat. Die hast du dann als Putzfrau bei dir in deiner Privatwohnung eingestellt. Genau. Und hab wie? Und dann war die plötzlich schwanger? Oder wie? Du hast gesagt, die war. Hatte sie einen Schlüssel für meine Wohnung, logischerweise. Ja. Und war dann in einer Nacht plötzlich bei mir. Wie? Mitten in der Nacht war sie bei dir? Ja. In tiefer Nacht? Ja. Du lagst im Bett? Ich habe tief und fest geschlafen. Du hast. Und auf einmal war auch Hautkontakt neben mir. Wie? Du hast tief und fest geschlafen? Dann ist die Frau, die deine Putzfrau war, in deine Wohnung gekommen, weil sie ja den Schlüssel hatte. Ja. Hat sich nackt ausgezogen und sich neben dich in dein Bett gelegt? Genau. Na, das ist ja eine Geschichte. Ja, und das hatte sie wahrscheinlich sehr genau geplant und nun ist sie schwanger. Ehe wir jetzt auf die Schwangerschaft kommen, ich finde diesen Vorgang so extrem kurios. Du bist im Tiefschlaf und dann machst du plötzlich die Augen auf und neben dir liegt nackt deine Putzfrau. Das ist doch komisch oder man ist doch erschreckt oder was war da? Was hast du denn da gemacht? Ich habe, glaube ich, einen ganz großen Fehler gemacht, ja. Du hast dich gar nicht besonders erschrocken? Nee. Du hast gesagt, auch schön, dass du da bist, bleib mal hier. Ja, wegen des Hautkontaktes, ne? Ich weiß nicht, welche Träume ich in dieser Nacht gerade hatte. War denn vorher schon irgendetwas Erotisches, flirtmäßig, irgendwas? Gar nichts? Nein. Ja, da ist das schon ein verrückter Vorfall, wenn dann die Frau plötzlich in einem Bett liegt. Da würde ich erstmal Schreck kriegen und denken, das ist ein Einbrecher oder irgendetwas Verrücktes ist passiert. Na gut, hängt vielleicht mit meinem Schlafverhalten zusammen. Also wenn ich einmal eingeschlafen bin, könnte man mir einen Lüsenjäger starten, würde ich nicht mal wach werden. Ja. Aber sie hat dich wach bekommen. Ja. So, also ich find's dennoch sehr, sehr merkwürdig, aber nun gut. Und dann hattet ihr beiden Sex miteinander? Ja, genau. Wie oft hattet ihr Sex? Einmal. Nur ein einziges Mal? Ja. Und jetzt ist die Dame schwanger? Genau. Und von wird in gut einem Monat ein Kind zur Welt bringen. Und du bist, und man sagt, oder sie sagt, du seist der Vater? Genau. Woher bist du dir sicher, dass du der Vater bist? Das sollten wir vielleicht nochmal testen. Ne? Also die Frage ist ja berechtigt, ja, genau. Wenn ihr nur einmal miteinander geschlafen habt. Ja. Und du unterstellst dieser Frau jetzt, dass es ein gezielter Vorgang ist? Natürlich, also für mich ist der Vorgang ganz einfach. 3 Jahre von dem Vater ihres jetzigen Kindes, ja. Ein Jahr oder anderthalb Jahre nichts, da war auch keine Mietzahlung. Und dann war das ganz gezielt ausgesucht, da ist ein gut verdienender Mensch und den mache ich für die nächsten 3 Jahre für meine Einkunft verantwortlich. Mhm. Dann bleibe ich weiterhin eventuell halbtags beschäftigt, weil wenn ich länger als einen halben Tag beschäftigt bin, dann ist mein Einkommen zu hoch und dann könnten die Gläubiger, also es gibt da mehrere, Pfändungen beantragen und dann kommt da nichts mehr raus. Ja, ist mir klar.
Ich will mal eben noch eine Berichtigung machen. Du hast am Anfang gesagt, du könntest auch bei dem Thema morgen anrufen. Ja. Das finde ich nicht. Morgen geht es darum, um Fälle, wo Frauen Kindern oder anderen Menschen sexuelle Gewalt angetan. Ach so, na gut. Das ist dann schon ein bisschen anders. Du hast ja immerhin mitgemacht, du hättest sie auch rausschmeißen können. Ne? Also insofern, du warst ja Herr deiner selbst. Also wenn man aus dem Tiefschlaf zu da kann man immer noch Nein sagen. Aber ist ja jetzt auch egal. Ja. Ich merke schon, wenn das alles wirklich so ist, wie du es gerade geschildert hast, ist das ja eine ganz perfide, hinterhältige Geschichte, natürlich, die diese Frau da eingefällt. Also ich muss ja vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen. Der Bruder von ihr wohnte auch dort. Ja. Das sind auch 9.000 Euro. Und die Eltern wohnen weiterhin noch dort. Also es geht um richtig viel Kohle. Na klar, also es geht um 18.000 Euro, die ich jetzt zahlen muss an die Eigentümer, also an die Forderung dieser Eigentümer. Und das heißt, das halten wir auch nochmal fest, du haftest als Verwalter dann dafür, dass die Mieteinnahmen auch reinkommen und wenn die nicht reinkommen, dann musst du die zahlen. Ja gut, ist so, ja. Könnte man vielleicht vom Gericht drüber streiten, aber ich habe da einen Fehler gemacht und bin dazu nachhaltig oder zu locker gewesen oder so etwas. Ja. Ich sitze in der Falle. Ja, genau. Und wir werden wahrscheinlich demnächst mit 1.200 Euro auskommen müssen. Und Genau, das ist jetzt die Frage, die Zukunft. Wie wirst du dich verhalten? Hast du schon eine Überlegung? Also meine erste Überlegung ist, dieses Kind, was dort demnächst zur Welt kommt, das könnte mein Enkel sein. Mhm. Also vom Alter her. Vom Alter her. Mhm. Und ich kann dafür keine Verantwortung übernehmen. Na, also ich finde, zuallererst muss mal geklärt werden, da das alles so dubios ist. Ist es überhaupt dein Kind? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich? Warum bist du dir da so sicher? Sicher bin ich mir da nicht, aber das kann man ja klären. Ne? Das kann man, ja, ich wundere mich, dass du sagst, wahrscheinlich ja. Du hast keine gute Meinung von der Frau, die kann doch auch, wer weiß, was anderes noch gemacht haben. Na gut, das werden wir, wenn das Kind geboren ist, dann klären lassen. Aber, ja. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zu der Frau? Also wenn sie mir auf der Straße begegnen würde, würde ich auf die andere Straßenseite gehen. Wie war das denn danach? Ihr habt einmal miteinander geschlafen. Hat sie denn dann versucht, ein bisschen näheren Kontakt mit dir aufzubauen? Nein. Hat sie dir irgendwann dann einfach gesagt, hallo, ich bin schwanger? Also die ist ausgezogen am 30.06. und am 2.07. hat sie dann gerufen, ich bin schwanger. Mhm. Also sie wohnt nicht mehr in diesem Haus? Nein. Mhm. Aber die Eltern wohnen noch da und ja. Und sie ist nach diesem sexuellen Vorgang da in tiefer Nacht auch nicht mehr deine Putzfrau? Nein, natürlich Nein. nicht mehr. Ja. Nein, das ist sofort abgebrochen worden, als klar war, da ist die Kündigung, also die fristlose ausgesprochen worden und so weiter. Also es ist wirklich ein schräger Fall, aber mein Mitleid hält sich auch insofern ein bisschen in Grenzen, Jörg, weil du bist ein verdammt erwachsener Kerl. Ja, und du hast dich ich wollte jetzt auch überhaupt keine... Du hättest ja zumindest die Gummis dir holen können. Zumindest das hättest du machen können. Ja, klar, vollkommen. Aber nur ist es passiert. Ich war im Tiefschlaf. Ja. Und da holt man keine Gummis. Ja, so. Was kann man dir jetzt wünschen? Nee, ich werde... wünschen kann man überhaupt nichts. Ich werde die nächsten Jahre zahlen. Das ist für das Kind selbstverständlich, obwohl ich keine Verbindung zu diesem Kind habe. Und? Ich werde die nächsten 3 bis 5 Jahre für die Frau zahlen, weil die sich natürlich dann auf die 800 Euro oder so etwas zurückziehen wird. Und dann, und dann sehen wir mal weiter. Verrückte Geschichte. Kann man nur daraus lernen, man sollte auch im Tiefschlaf darauf achten, wer plötzlich neben einem im Bett genau, liegt. Genau, ja. Aber, also um auf das Thema nochmal gleich zurückzukommen. Wenn du denn mehrere Jahre ohne Hautkontakt warst, dann ist man vielleicht Ist man eher verführbar, das ist natürlich völlig klar. Ja, das ist völlig klar. Ja. Das kann man mildern, man kann da mildernde Umstände vielleicht ja, noch... Das ist
in Erwägung ziehen. Ja, gut. Lieber Jörg, ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich muss mal an dieser Stelle, es fällt mir gerade ein, mich bei euch sehr, sehr, sehr herzlich bedanken für die viele, viele Post, die ich bekommen habe während der Weihnachtspause zu meinem Geburtstag, zu Weihnachten und zum Neujahr. Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut und bitte euch um Verständnis, dass ich nicht die Post persönlich beantworten kann, weil es ist so viel überhaupt, was wir hier immer bekommen. Ich schaffe das einfach nicht. Ich sage es mal hier so an dieser Stelle zu euch allen, dass ich mich wirklich sehr darüber gefreut habe und ich finde das sehr aufmerksam. Da waren sehr viele Briefe und Karten dabei mit sehr, sehr tollem Inhalt, was mir sehr gut getan hat und worüber ich mich sehr gefreut habe, was sehr motivierend ist auch hier für mich und meine Arbeit, auch sehr motivierend für mein Team im Übrigen. Ich sage recht herzlichen Dank an euch alle. Claudia, 49 Jahre alt. Liebe Claudia, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und was geht's bei dir? Bei mir ist Folgendes, ich habe vor 30 Jahren ein Kind zur Adoption freigegeben. Vor 30 Jahren? Ja. Das Kind ist jetzt 19. Ich war 18. Nee, das Kind ist jetzt 19. Nein, das ist jetzt vor 30 Jahren, das ist jetzt 30 Jahre alt. Ach ja, klar, jetzt habe ich falsch gerechnet, natürlich. Ja, ja, entschuldige. Ja, vor 30 Jahren. Ja, das war ein Fehler jetzt. Ja. 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 Das hast du damals, ja, das Kind war ganz, ganz, ganz klein. Das war noch ein Baby und das habe ich dann zur Welt gebracht. Mein Kind kam 75 zur Welt. 72 habe ich noch ein Tochterkind, die habe ich dann auch ledig bekommen mit 14,5. Mhm. Und mein anderes Kind habe ich dann 75 bekommen und das musste ich dann zur Adoption hergeben. Warum? Weil meine Mutter das gesagt hat, sie kann zwei Kinder nicht großziehen, weil ich dann arbeiten gehen musste und sie möchte das zweite nicht und das sollte ich dann sofort hergeben. Die hat es nicht leiden können. Mhm. Warum hat die es nicht leiden können? Ich weiß es nicht warum. Ich war damals mit ihrer auf sie angewiesen, dass sie das machen tut und so. Weil ich dann ganz alleine da stand, der Vater hat mich dann verlassen, der hat das Kind auch nicht wollen und mich hat er halt geschwängert und dann ist er... Wer hat dich geschwängert? Mein damaliger Freund. Ja. Und dann ist er halt weggegangen und dann hat er gesagt, er möchte das nicht und dann war es aber zu spät zum Abtreiben und ich wollte es auch nicht abtreiben. Ich habe gesagt, gut, dann bringe ich es zur Welt. Mhm. Und dann habe ich es zur Welt gebracht, dann hat meine Mutter gleich gesagt, du gibst das Kind sofort ab. Du warst damals, das war gerade mein Rechenfehler, du warst 19. Ich war 19, ja. Genau, du warst 19 Jahre. Ja. Und da hattest du schon ein Kind? Da habe ich schon ein Kind gehabt, ja. Ja, von demselben Mann? Ja, von demselben Mann. Von demselben Mann. Ja. Was war denn mit dem Mann damals los? Wart ihr quasi zusammen, oder? Ich war mit dem Mann zuvor zweieinhalb Jahre zusammen. Ja. Und dann dann bin ich schwanger geworden, da war ich aber dann 14,5. Ich war nicht richtig aufgeklärt und das alles. Ach so, da warst du 14,5 erst. 14,5, mein erstes Kind zur Welt. Ja. Und dann ging es auseinander. Dann hat er fleißig gezahlt für mein Kind. Für mich hat er nicht bezahlen brauchen. Also der war viel älter als du. 25 Jahre war ja. er. Mhm. Mhm. Und dann nach zwei Jahren ist er wiedergekommen und ich habe mich dann wieder von ihm reinlegen lassen und dann bin ich nochmal schwanger geworden. Und hast du in der Zeit noch bei deinen Eltern gewohnt, bei der Mutter gewohnt? Bei meiner Mutter habe ich noch gewohnt, ja. Also nicht beim Vater? Mein Vater ist gestorben. Ja. Mhm. Mhm. Der ist damals auch gestorben, gerade in der schwierigen Zeit, wo ich da die schwierige Zeit hatte. Mhm. Und das ist halt jetzt ganz schlimm, das ist jetzt 30 Jahre her. Ich habe jetzt schon auf dem Jugendamt angerufen und habe gefragt, ob ich da nicht mit meinem Sohn mal Kontakt aufnehmen könnte. Mhm. Dann haben die zu mir gesagt, ich soll es vergessen. Aber ich kann das einfach nicht vergessen, Domian, ja. Das geht nicht. Ja. Und das geht mir geht es mir auf den Weg rund so alles. Ich kenne mich. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, Domian. Damals, als du es hast abgeben müssen, weil deine Mutter dich so unter Druck gesetzt ja. hat, ist dir das da auch schon sehr schwer gefallen? Ja. Und ja, das hat mir so wehgetan. Ich musste dann mit dem Jugendamt in Verbindung setzen. Das kam dann ins Krankenhaus, hat mit mir dann alles gesprochen und dann haben die gesagt, das Kind kommt jetzt, also das kam vom Bett dann gleich weg. Mhm. Und dann haben die gesagt, das kommt jetzt dabei in ein Kinderheim. Mhm.
und dann suche die nach geeignete Pflege, Adoptiveltern. Machst du dir heute Vorwürfe, dass du sagst, ich hätte mich nicht von meiner Mutter so unter Druck setzen lassen? Ja. Sollen? Ja. Ja, sehr gut. Du warst 19, fast 20, da hättest du es ja vielleicht auch geschafft. Irgendwie. Ja, mhm. Ja. Ich habe allerdings, ich muss noch dazu sagen, ich habe ja dann mit 21 geheiratet, da habe ich dann nochmal einen Mann kennengelernt. Dann habe ich geheiratet und habe dann aber dort 3 Söhne dann noch bekommen von meinem Ex-Mann. Ach so, das heißt, ja. Du hast insgesamt jetzt 4 Kinder und dann noch den einen dazu, ist 5, ja. 5, aber die sind schon alle erwachsen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn einem sowas angetan wird, wenn einem Kind weggenommen wird, was man eigentlich gar nicht weggeben will, dass man dann irgendwie das ganze Leben lang daran denkt. Ja, ich bin manchmal ganz kaputt. Manchmal habe ich auch ganz arg schlimme Gedanken und so. Du weißt überhaupt gar nicht, wo das Kind hingekommen ist. Ich weiß nur, dass es in dem Landkreis ist, wo ich daher bin. Von dem Landkreis weiß ich. Und ich weiß auch nur, dass er Krankenpfleger gelernt hat. Ach, das weißt du doch. Das haben die zu mir gesagt auf dem Jugendamt. Mehr haben die nicht gesagt. Und dass er ein schöner junger Mann jetzt geworden ist. Ich meine, das ist ja schon mal was. Das ist ein schöner junger Mann, der ist Krankenpfleger, der ist 30 Jahre alt. Ja, und dass er sehr gläubig wäre, haben die gesagt. Und dass er gläubig ist. Ja. Das haben die gesagt. Ja. Das heißt, die haben dann immer noch Kontakt zu diesen Menschen, die vor 30 Jahren adoptiert wurden? Ja, weil ich ja gesagt habe, sie sollen mal mit dem reden und so. Und das haben die dann mal etwa ebenfalls versucht. Und ich habe dann einen Brief schreiben müssen, aber bekam ich einen Brief. Und da stand dann drin, dass er jetzt momentan nicht möchte, dass er jetzt heiraten würde. Ach so, er weiß also von deinem Wunsch, dass du gerne Kontakt hättest. Ja. Und er will aber nicht. Er will zurzeit nicht. Und das ist jetzt schon 2 Jahre jetzt her, wo ich den Brief bekam. Bedeutet das, dass er deine Anschrift hat für den Fall, dass er Kontakt haben möchte? Nein, das muss er übers Jugendamt machen. Er hat meine Anschrift nicht. Gut, aber wenn er will, könnte er zum Jugendamt. Das Jugendamt hat deine aktuelle Anschrift schon. Ja. Oh, da sind ja natürlich die Hände gebunden. Ja. Da sind ja die Hände gebunden. Wenn er sagt nein, ja, kannst du ja gar nichts machen. Ja, und das tut mir sehr weh. Ich habe nur den einen Wunsch, Domian. Ich möchte ihn nur ein einziges Mal sehen. Mhm. Ich möchte sehen, wie mein Sohn aussieht oder mein Kind aussieht. Mhm. Weil ich habe meine 4 Kinder großgezogen und ich von klein auf. Und ich habe gesehen, wie sie den ersten Zahn bekommen haben, wie sie groß geworden sind, wie sie in die Schule gegangen sind. Und das habe ich alles miterlebt. Hast du für dich den Eindruck, das Gefühl, dass das die größte Schuld deines Lebens ist, die du auf dich geladen hast? Ja. Ja, Domian. Das ist für mich sehr, das tut für mich sehr, sehr weh und sehr schmerzen. Ich habe das gerade nicht richtig verstanden. Hattest du dem Jugendamt einen Brief gegeben, der weitergeleitet wurde an ihn? Ich habe damals schreiben müssen und ich durfte aber nichts Böses reinschreiben. Ich durfte meine Adresse nicht reinschreiben. Mhm. Und die haben mir halt erklärt, wie ich den schreiben soll. Und dann habe ich den geschrieben. Ja. Er hat ja noch den Namen, was ich ihm damals gegeben habe. Den hat er. Er hat nur noch einen dazu bekommen. Er hat also noch einen Doppelnamen. Ja. Und dann habe ich da schreiben müssen. Und das hat dann das Jugendamt gelesen. Und wenn er okay war, haben die den weggeschickt. War das ein langer Brief? Das war 2 Seiten. Ja, das heißt, du hast da schon reingeschrieben, dass es dir sehr am Herzen liegt, ihn kennenzulernen. Ja. Hast du auch reingeschrieben, dass du ihm das gerne mal erklären würdest wollen, was damals passiert ist? Ja, und dann hat er aber dann geschrieben, dass er jetzt heiraten würde und dass ich ihn jetzt nicht belästigen soll, weil er hat selber viel zu tun und momentan möchte er mich jetzt gerade zur Zeit nicht kennenlernen. Mhm. Und das sind jetzt 2 Jahre her, wo ich den Brief bekam. Mhm. Übers Jugendamt, ne? Übers Jugendamt, ja. Die haben mir dann das geschickt. Claudia, das heißt, er weiß Bescheid. Er weiß, da ist meine Mutter. Die, ja, die will eigentlich, möchte gerne mit mir Kontakt haben. Ja. Die möchte sprechen. Ja. Die liebt mich, obwohl sie mich gar nicht kennt. Ja. Und die hat das Gefühl, eine große Schuld zu tragen. Das weiß er alles. Ja, und damals war das halt so, er war dann noch nicht verheiratet. Er war zwar damals vor 2 Jahren, der hat ja vor 2 Jahren dann geheiratet, aber ich musste dann über die Adoptiveltern gehen. Und die haben dann verboten, dass er mich kennenlernt, weil er noch nicht verheiratet war, weil er bei denen halt gewohnt hat. Ach so, wie verzwickt alles. Ja. Wie verzwickt. Ja. Aber wichtig finde ich, dass er weiß, dass du Kontakt haben möchtest. Ja, das weiß er aber schon lange. Mhm.
Jetzt sind dir die Hände komplett gebunden. Ja, und jetzt habe ich aber vor ein paar Wochen habe ich jetzt auf dem Jugendamt angerufen und habe gefragt, ob ich jetzt noch einen Brief schreiben könnte. Mhm. Dann hat er gesagt, nein, ich brauche keinen mehr schreiben, er würde dann wahrscheinlich auch nicht mehr reagieren. Das hat der Mann vom Jugendamt gesagt? Die Frau vom Jugendamt. Das ist die Sachbearbeiterin, ja. Was doppelt bitter ist, ne? Das jetzt nochmal so zu hören. Und dann hat die Frau gesagt, die soll es einfach vergessen. Hast du so ein bisschen die Hoffnung? Ich meine, die Hoffnung ist, wäre eine geringe Chance. Hast du die Hoffnung, dass er jetzt vielleicht zuhören könnte? Das habe ich, ja. Die Hoffnung habe ich, dass er das dann weiß. Weil er weiß, ich habe ja damals das reingeschrieben, dass ich ihn habe hergeben müssen. Ja. Das weiß er und das habe ich auch so wortwörtlich geschrieben. Ja. Und das heißt, wenn dein Sohn zufällig, es gibt die verrücktesten Zufälle, jetzt diese Sendung verfolgt, würde der jetzt kapieren, aufgrund dessen, was er gehört hat, dass du seine Mutter bist? Ja. Der hätte dich jetzt erkannt? Ja, der hätte mich jetzt erkannt. Dann haben wir nur eine ganz kleine Chance, hier im Rahmen unserer Sendung ihn eventuell anzusprechen. Ja. Und du könntest vielleicht nochmal formulieren, nehmen wir mal an, er hört jetzt gerade zu, dann sag doch mal ein paar Worte zu ihm. Ich möchte einfach dich mal kennenlernen. Das wäre ganz mein größter Wunsch, weil ich bin ganz total fertig. Mhm. Und du hast es ja gerade auch erklärt, wie wichtig dir das wäre und was für eine große Herzensangelegenheit das für dich ist. Ja, und dann halt, wo ich dann da vor ein paar Wochen dann angerufen hat die Frau gesagt, ich soll mein Kind ganz vergessen. Das ist auch ein schlimmes Wort. Ja, und das hat mir sehr wehgetan und das hat mich sehr geschmerzt. Das glaube ich. Und immer er ist ja im Oktober geboren und wenn er dann im Oktober Geburtstag hat, ich kann den Geburtstag einfach nicht vergessen. Mhm. Ich kann das nicht einfach wegradieren. Ist nun mal da. Was für ein Tag ist das? Was für ein Geburtstag ist das? Der 10. Oktober. Der 10. Oktober. Ja. Der 10. Oktober. Und das ist sehr schlimm dann für mich, wenn der Tag kommt. Mhm. Sehr schlimm, Domian. Mhm. Und ich kann den nicht wegradieren, den Tag. So, jetzt kann ich nur meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass er vielleicht zugehört hat und dass ihm vielleicht das Herz jetzt auch ein bisschen aufgeht und weich wird. Und ich will ihn nur ein einziges Mal sehen, das ist mein größter Wunsch. Und er hat ja die Chance, er weiß, wie er an dich kommt. Ja. Er weiß den Weg. Ja, er weiß den Weg. Dann er muss halt über das Jugendamt gehen und dann sagen, er hat mich halt gestern gehört beim Domian oder vorgestern oder wann auch immer. Ja. Und dann kann er dem mit der, und dann weiß er, welche damit das ich meine. Genau. So, Claudia, ich drücke dir wirklich die Daumen und wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du die Chance hast, dein Kind zu treffen. Ja. Und dass ihr sprechen könnt und dass ihr euch einfach mal seht. Ja, vielen Dank. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Weiter geht es mit dem Sven und Sven ist 39 Jahre. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Mein Problem ist, ich bin seit 4 Wochen verheiratet, am 16. War es 4 Wochen und meine Frau will sich jetzt von mir trennen. Wie, nach 4 Wochen? Nach 4 Wochen. Wie lange kanntet ihr euch vorher? Wir leben schon seit 3 Jahren zusammen. Wir kennen uns auch seit 3 Jahren. Ja, und was ist jetzt los? Warum? Muss ich etwas weiter ausholen. Wir haben ziemlich viel Druck von außen. Ich hab selber noch 2 Kinder aus einer früheren Beziehung. Ja. Ich darf die Kinder nicht sehen. Das will die Kindesmutter nicht. Mhm. Das Jugendamt macht ziemlich Druck, was Unterhaltszahlungen angeht. Mhm. Ich bin im Moment arbeitslos, kann natürlich auch dementsprechend nicht Unterhalt zahlen, aber trotzdem hängt uns das Jugendamt auf den Haken. Mhm. Dann hat sich jetzt vor 2 Wochen hat sich der Kindesvater von dem Sohnemann von meiner Frau gemeldet, nach 5 Jahren. Er möchte seinen Sohn kennenlernen. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe ihr direkt das Telefon hingelegt und habe gesagt, ruf den an. Weil ich kenne meine Frau dahingehend, dass sie sich damit sicher überlegt hätte, den anzurufen. Mhm. Nur ich wollte dem Kleinen, der ist 6 Jahre alt, ich wollte dem Kleinen und ihm auch irgendwo einen Gefallen tun. Ja, und dann kam es dann auch zum ersten Treffen. Das war ja auch alles okay. Nach 2 Stunden war sie auch wieder da. Mhm. Und ich hatte auch nichts so gesagt. Im Gegenteil, ich habe sie da wirklich drin unterstützt. Ja. Und dann ist sie das erste Mal mit dem Kleinen hier in Dienstlaken in die Stadt gefahren. Ja. Und sagte, ich bin in 2 Stunden wieder da. Mhm. Nach 3 Stunden habe ich ihm eine SMS geschickt, ob sie mich nicht mal anrufen könnte. Da hat sie nur gesagt, ich habe einen Bus verpasst. Mhm.
Ja, und endgültig war sie dann nach 5 Stunden wieder da und seitdem ist irgendwie der Wurm drin. Das heißt, du vermutest, dass da wieder irgendwas, was läuft zwischen ihr und ihrem Ex? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sie im Moment reitet. Sie sagt, sie hat mir jetzt mittlerweile, dazu muss ich sagen, ich bin ein ziemlich impulsiver Mensch. Das heißt, ich werde auch schon mal laut. Mhm. Und eskaliert ist das Freitag vor einer Woche. Mhm. Ich habe sie nicht angefasst, also sowas mache ich nicht. Mhm. Ich schrei dann wohl rum. Mhm. Und sie wollte, weiß ich nicht, irgendjemand SMS schicken und ich war sowieso schon brassig, weil das war das zweite Treffen mit dem Kleinen. Da war sie auch 3 Stunden weg. Mhm. Da habe ich ihr das Handy aus der Hand gerissen, dabei ist ein Glas Cola umgefallen. Mhm. So. Ja. Und das hat sie jetzt als Aufhänger genommen. Ja. Das war erstmal die erste Version. Die zweite Version von ihr ist, sie ist morgens wach geworden und hat auf einmal keine Gefühle mehr für mich gehabt. Sagt sie. Sagt sie. Mhm. Aber erstaunlich ist ja, dass es da irgendwie offensichtlich einen Zusammenhang gibt zwischen dem Kontakt mit ihrem Ex und eurem Problem. Ja, natürlich. Ne, so hast du es gerade geschildert. Also seitdem fällt es dir auf. Ja, natürlich. Vorher war es sehr gut oder auch schon irgendwie angespannt, bevor es zu dem Kontakt kam? Nee, vorher lief alles sehr gut. Mhm. Wirklich sehr gut. Ja, aber dann ist es doch ganz eindeutig, dass irgendwas da aufgebrochen ist. Also bis hin zu der Vermutung, dass sie sich vielleicht wieder verliebt hat in ihren ehemaligen Freund. Ja, ich weiß nicht, das bestreitet sie ja vehement. Mhm. Das bestreitet sie vehement. Aber ich meine, wenn man seit 4 Wochen, sagst du, seid ihr verheiratet? Ja, 16. Dezember. Seit 4 Wochen verheiratet. Und dann sagt sie, ich will mich trennen. Das heißt, sie will sich wieder scheiden lassen. Ja, ja. Dann, das ist ja doch so ein gravierender Schritt. Da muss ja was sehr, sehr Großes vorgefallen sein bei ihr. Ja, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Von meiner Seite her, ich sage, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Mhm. Ich habe da an diesem Freitag habe ich wohl rumgeschrien. Ja gut, daran wird es nicht liegen, an dem einen Freitag. Das, nee, da, denke ich da mir sind, auch da nicht. Sind andere Sachen im Busch. Denke ich mir auch nicht. Das heißt, sie sagt auch, dass sie nichts mehr für dich empfindet. Sie wacht morgens auf und hat keine Gefühle mehr. Ja, das ist jetzt das nächste Problem. Sie sagt mir, sie hat mich zwar noch wahnsinnig lieb, sie sagt zwar nicht, sie liebt mich, aber sie hat mich zwar noch wahnsinnig lieb, aber das wird nicht für eine Ehe reichen. Des Weiteren, sie geht auch ganz seltsam in, weiß ich nicht, jetzt seit anderthalb Wochen mit mir um, anderthalb Wochen ist das jetzt seit dem Freitag, geht sie auch ziemlich seltsam mit mir um. Mal nimmt sie mich im Arm, die, weiß ich nicht, dann krieg ich einen Kuss. Da denke ich wirklich, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ja. Und 2 Sekunden später lacht sie mich wieder an. Ist es denn so, dass sie ganz klar sagt, ich will mich von dir trennen? Ja, das ist das, was sie ganz klar sagt. Also da ist nicht noch so ein bisschen so ein Zwischenraum, dass sie sagt, dass noch so eine Chance irgendwie, dass sie eine Chance signalisiert. Das ist gar nicht mehr der Fall. Doch, das ist es ja. Sie schwankt seit einer Woche. Mal sagt sie mir, sie will sich definitiv trennen, sie will ihre eigenen 4 Wände und nur mit dem Kleinen, ja. Weil sie hält das alles nicht mehr aus und sie will nicht mehr und tralala. Sie hätte keine Gefühle mehr für mich. Mhm. Und eine Stunde später kommt, die Kuss kommt sie an, nimmt mich wieder im Arm und sagt, ja, also ich bin sicher. Ich überlege mir das noch bis Freitag, geh du mal bitte zum Vater, also zu ihrem Vater. Ja. Ich bin sicher, Sven, dass da eine ganze Menge im Busch ist bei der Frau. Und ja. auch nicht seit gestern oder vorgestern. Wahrscheinlich erst aus, war das ein Auslöser vielleicht auch der Typ, dass sie ihren Ex wieder getroffen hat. Auf jeden Fall sind da eine ganz gravierende Dinge im Fluss im Moment. Wäre sie denn bereit, wärst du bereit, dann schnell und kurzfristig, denn es scheint ja sehr dringend zu sein, zu einer Eheberatung zu gehen? Ja, ich wäre auf jeden Fall dazu bereit. Ich weiß nicht, ob sie dazu bereit ist. Frag sie. Wenn du noch was retten willst, dann versuche jetzt alles. Schlag ihr das vor. Sag ja auch, dass du auch letztendlich auch ein Recht darauf hast, zu erfahren, was los ist, um das auch zu verstehen, was da los ist. Ja, das ist ja gerade mein Problem. Ich verstehe es ja nicht, was da los ist. Also, wir werden dir jetzt gleich mal eine Beratungsstelle in deiner Gegend, in deinem Umfeld, in deiner Umgebung nennen. Dann schlag ihr das vor. Wenn sie absolut sagt, nein, ich will das nicht, dann gehst du da alleine hin, damit du erstmal eine Rückmeldung und einen Gesprächspartner hast.
für die schwierige Zeit jetzt. Ja? Mhm. Du legst bitte auf, wir rufen dich. Das heißt, meine Psychologin, die Anja, ruft dich gleich an. Alles klar. Okay, alles Gute. Danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen haben wir ein